lieben Zenturion. Ave, Ave, sag ich nur, ganz herzlich, ne? Hausmeister, gut, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt, ne? Hier, Elvis, the King lives. Ja, genau. Love me, tender, love me, sweet. Never let you go. Love me, tender, love me, true. Na ja, ne, unsere gute, ne? Wie hieß denn auch, ne, das ist eine Bühne, ne? Wanderin, genau. Sehr verdächtiger Name, aber gut. Wir brauchen noch einen Zweier. Ne, ich will kein Zweier. Ich will kein Zweier. Ich will auf jeden Fall mindestens einen Dreier. Warte, wir haben noch irgendwo, ne? Hier ist auch eine Bühne. Pass mal auf, hier ist so einer von euch ganz gut, ne? Du gehst jetzt bitte mal in die fünfte Etage. Machst du klar für mich? Gut. So, was kommt da in eine kleine Rückung, ne? 2 und 5, ne? Ja. So, und dann machen wir den Bums mal auf. Konfiguriert hatte ich das schon? Genau, hohe Qualität. 10, super. So, jetzt hier unsere Superbiene. Unsere Superbiene, die 5er, hat noch nicht einen einzigen Lapdance gemacht. Ja, kriegst du es hin, Alter? Ne, gehst du da hin, ne? Richtig, so ist das prima. So, weil die Kollegen dann einmal ziemlich müde sind, ne? Mein Vorschlag zur Güte. Zim, Sam, Som. So, ein bisschen Flinsken dabei, ne? Flinsken. Oh, ja, da müssen wir sofort inter... Ey, jetzt kommt ein Autosave. Wieso kommt der beim Autosave, der... Rinaldo, Luis Polat. Komm jetzt, Alter, mach diesen verkackten Autosave weg. Ich muss hier eingreifen. Wages have been paid. I'm sure they're cheating. Oh, das auch jetzt noch so. Albertus, okay. Wir brauchen unbedingt noch Rauschmeister vorne. Wir brauchen unbedingt noch Rauschmeister. Oh, Unruhe 4, geil. Das heißt, haben wir schon ein paar coole Randale-Brüder, ne? Alle sehr hochwertig. Die müssen wir auch echt ganz vorsichtig behandeln. Denn wenn die weg sind, dann ist das sehr, sehr ärgerlich. Betreuer. In der 5. können wir eigentlich auch mal Betreuer entschicken. Haben wir noch nicht wirklich einen. Ne? So. Pflanzen. Ich war bei den Pflanzen. Ich war bei den Pflanzen. Im Großen und im Ganzen war ich bei den Pflanzen. Tralalala. Alte Lady in der Stange. So. Wie heißt die? Rich Pipe? Hier siehst du, du hast noch nicht einen Dollar gemacht. Das liegt natürlich nicht an dir, mein Kind. Ne? Die hat auf jeden Fall schon einen Dollar gemacht, ne? Okay. The visitor you just beat up is apologizing. 14.000, boah, wie bescheißen die denn hier, die Freunde, ey? Das ist ja echt unglaublich. Wer hatte den gefunden? Oh, Byron, okay. Das ist Claude, der hat auch schon einige gefunden. Und Byron, ne, gut, Jungs. Müssen wir aber auch haben. Bei den Beträgen, liebe Leute, ne, können wir uns doch nicht ewig hier sowas leisten, ne? So, aber hier hätte ich es ganz gerne noch ein bisschen gemütlicher, ehrlich gesagt. Können wir noch ein bisschen Pflänzchen hinstellen? Eine schöne Palme oder so? Da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Aber hier geht das. Hier geht das. Pass mal auf, ne? Hier mal, ne? Dass das Gestirn oder nicht so nach draußen bimmelt, ne? Das ist ja unglaublich sonst hier, ne? Mach ich auch nochmal einen. Moment. Zim. Zang. Zim. Zang. Zom. Da können wir so durchmachen, ne? Zim. Zom. Perfekt. So ein bisschen grün ist auch immer eine schöne Sache, ne? So, jetzt mal ganz kurz gucken. Jackpot ist super groß. Und den könnten wir theoretisch ja hier noch hinballern, ne? Ah, ne. Das wirkt ein bisschen deplatziert, muss ich sagen, ne? Also insofern. Ist ja hier alles auf Sex ausgerichtet, ne? Sex. Sex, ne? Sex, alles nur Sex, 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 das wissen wir, ne? Oh, ich glaube, der Junge, der möchte ein bisschen hier punchen, oder? Ne? Geht ins Lucky 7. Wie hast du den nicht bedient, so siehst du? Hier, du kleiner Pellemann, der hat da, ne? Und überhaupt sowieso. Nochmal einen Müller mal hinstellen.
Ballermann mal Müllheim. Aber so eine sehr gemütliche Sitzecke müsste doch zugeben. Ne? Also da kann man, ich würde mich da schon wohlfühlen, ehrlich gesagt. So, pass mal auf, können wir denn hier nochmal? There's definitely a cheat here. Okay, Angestellte. Ah, das ist mir erstmal egal. Vierer. Die dürften eigentlich nicht cheaten. Das ist an für sich. Oh, geil. Das ist an für sich relativ unwahrscheinlich, dass die cheaten. I can see a cheat. So, Dave. Okay, das könnte sein. I'd like to talk to you. Es könnte aber sein, Byron, dass du dich da geirrt hast. Ich habe da jetzt relativ schnell drauf reagiert. An attraction has been damaged. Oh nein, bitte nicht. Okay, den Schickermann werfen wir ganz kurz raus. Den werfen wir auch raus. Nicht, dass sich das ganze Zertrümmere wieder losgeht, ey. Dann ist, ne? Die ganzen Elbisse, ne? Elvis, Elvis the Pelvis, Elvis ist der Größte. He's the King of Rock'n'Roll, oh yeah. Okay, Elvis. Elvis, oh man. The end is near. So I face the final curtain. The visitor you just beat up tonight. Das hab ich mir gedacht, Ich hab mir gedacht, dass der, ja. Byron, das war ne, einer von zwei, ne, wo du daneben gelegen hast. Ne. Der erste war zwar richtig teuer, ne, insofern lassen wir das mal durchgehen, aber ich hoffe, dass wir das nicht zur Regelmäßigkeit. Ne. Das muss ich doch mal. Barkeeper, geil. Fünf. Gucken, wo er hingeht. Zum Bar oder zum. An attraction has been damaged. Ja, ihr wisst ja, da kann ich nichts gegen machen, ne. Also, wenn die nicht anfangen zu randalieren oder so, ne. Und selbst wenn wir es jetzt sehen, ne? Selbst wenn wir es sehen, ne? Das ist ja. An attraction has been damaged. An attraction has been damaged. So, du bist eh scheiße drauf, weißt du mal, Süße? Dich werde ich jetzt mal ein bisschen verkloppen. Kann ich gar nicht. Aber wir haben doch einen zweiten eingestellt? Oh, fuck! Das, wann habe ich den denn eingestellt? Das ist ja, ein Missverständnis. Das ist ein Missverständnis. Die Leute haben ja schon gleich alle. Arbeiten mit. Aber das ist ein Fünfer, ne? Ein Fünfer kann man besser hier rumlaufen lassen, aber. Das ist ein. Oh, da kommt er. Ist das so einer? Ein Fünfer? One of your ads has finished running. Na, das ist geil. Dann kriegt man für den gleichen Preis. Das ist eine coole Sache. Da will man es nicht vergessen. One of your ads has finished running. Was? Nein, das wollte ich gar nicht. One of your ads has finished running. Das wollte ich da. Werbevertrag zusammen. So, Werbevertrag zusammen. Na, das kriegt man nämlich für das gleiche Geld wieder. Und das finde ich richtig geil, liebe Leute. Das wusste ich übrigens so gar nicht. Das habe ich auch erst mit diesem Spiel rausgefunden. So, der Wohnwagen, also wir das eh gleich bestreiten, dass er hier was kaputt gemacht hat, ne? Machen die ja alle irgendwie, ne? Und das ist irgendwie richtig kacke, ne? Okay, So, wie sieht's denn hier oben sextechnisch eigentlich aus, ne? Hier, gib dem Elvis nicht zu viel, ne? Wir wissen, die sind schnell jenseits von dem Böse. The visitor you just beat up denied. Ah, klar, ne? Also es bringt nichts. Selbst wenn es bringt nichts, gar nichts, das Einzige, was wir machen können, wir die Leute rausschmeißen. Ja, das ist alles, ne, damit sie nicht noch mehr kaputt machen, ne? One moment, please. Ah, es ist schon schade. Ne? Diese Krawallbrüder, ne? Und diese. Ja, dann so sinnlos, ne? Pass mal auf, haben wir nicht noch einen. Wird noch irgendwo ein Techniker, ne? Haben wir noch einen Techniker irgendwo gehabt? Hier, Hausmeister! Hier liegt Scheiße rum! Man darf ja nicht wahr sein. Das ist ja ne, nur auch hier gleich Strich an. Seht ihr das nicht? Wollt ihr es nicht sehen, oder was? Ich verzweifle an meinem Hausmeister. Aber das war schon im ersten Let's Play. So, hier würdest du es bitte mal reparieren, Alter. Das kann wohl nicht wahr sein. Hier reparieren, es ist manchmal fertig da. Und du auch sollst ja nicht rumflippern, du sollst die ganze Scheiße fertig machen. So ist richtig.
Danke sehr, mein Freund. So, was sagt unsere Sexorgie da oben? Ne? Alles noch gut? Alles noch gut hier? Ja, 180? 80? Hm, okay. So, liebe Leute, dann nehmen wir. Ja. Ja, nette Lady, ne? So, wir haben. Wie sieht's denn jetzt so theoretisch? Alles besetzt. Uns fehlt noch, glaube ich, fürs Baccarat fehlt uns noch, glaube ich. Ne? Zwei fehlen uns noch fürs Baccarat. Kassierer, Geber, ne, haben wir nur eins. Das kannst du vergessen. Das konntest vergessen! Alter, du bist ein Teenie, du hast ja gar nichts verloren, ne? Du meinst zu deiner Gesellschaft, ne? Will du wahrscheinlich ein bisschen sitzen? Ihr seid doch gemütlich, ne? Ja. Schon schön, ne? Ich gestehe es ja zu, ne? Ohne Scheiß, ne? Mhm. Aber, liebe Leute, das. Elvis hier ein bisschen was am Schießen, ne? Elvis soll ja auch ein ziemlich schießwürdiger Geselle gewesen sein, habe ich mir mal sagen lassen, ne? Hätte auch schon mal gerne den einen oder anderen Fernseher kaputt geschossen, ne? Und ja, nun, ne? Dafür konnte er schön singen. An attraction has been damaged. Ja. Na, Lady. A word in your ear. An attraction has been damaged. Ja. Oh, schöne Scheiße hier. Schöne Scheiße. Da muss ich boxen ein bisschen was denn hier? Was ist mit dem Betreuer? Was kommt denn? Autosave. Im Elvis Convention Programm sind die Wages bezahlt. Und alles gut. Was ist denn? Okay. So, siehst du, ne? Dich dürfen wir bitte mal herausbegleiten, ne? Ist nur zu deinem Besten, ne? So old as you feel. So old as you feel. Kann man sich denn so betrinken? Das ist schrecklich, ganz schrecklich, wie man sich so fürchterlich betrinken kann. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Hier, pass mal auf, du bist dumm rumstehen. Hier ist was zum Sauermachen, du kleiner Penner. Gut, aber ich meine, ich hatte schon Spiele, da sind mehr Zeit drumherum worden, das geht alles noch, ne? The convention has now finished. Okay, Elvis ist vorbei, the end is near. So I face the final curtain. My friend, I said it clear. Ba-dum-dum, ba-boob-bada. So, okay, 4, so, alright. Alright, so, Sex läuft ganz hervorragend, liebe Leute. Ach, das ist gar kein Sex, das ist hier, ne, das ist für alle da. Okay, auch für die gesamte Familie, ne, Hier ist Sex, wie läuft der Sex hier? Es geht. Hat denn unser Superheld, zumindest einen hat sie gemacht, ne? Die hat schon zwei, ein. Boah, jeder Kerl ist ganz gut, ne? Alter, du bist gut dabei, ne? Oh, er nimmt sich erstmal einen Drink, das finde ich richtig. Haben wir hier einen Rauschmeister, zwar nur einen Dreier, aber wir haben zumindest einen, ne? Weil Rauschmeister sind ja echt rar gesät, ne? Das ist, Kassierern brauchen wir aktuell nicht. Hier, der Sex, der läuft auf jeden Fall super, ne? Der Sex, ne? Fängt, ach, das ist hier unser Tanzfilm, genau. Das ist Action. Hier ist unser Sex. Hausmeister! Die Penner, die wissen sich so zu verstecken, ne? Das ist unglaublich. Hier, wegmachen, du Penner! Das sind Zweier, ne? Ja, ein Zweier kannst du echt komplett vergessen, ey. Ein Dreier noch dazu, komm, hier. Mann! Dieses unglaubliche Pack, dieses unglaubliche. So. Elvis zu Ende, ne? Wo ist das Konkurrenz? Da sieht man immer, ne? Ja, noch steht da der King, ne? Und hier steht der King und kickt sich an, ne? Und, ja, one for money, a two for the show, ready to do dab doop 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 in blue space shoe. Hab ich den falschen Knopf gedrückt, Entschuldigung. Ah, Elvis hat das gekauft, ne? Ein Wackel-Elvis oder was? Okay. Oh, ich dachte schon gerade, du stehst daneben und grinst drüber hinweg, ne? Hättest aber einen Satz heiße Ohren gegeben, mein Freund, aber richtig krass. Was haben wir gewonnen? Reiseunternehmen haben das Centurion Casino in der Taylor als angenehmstes Etablissement der Stadt gelobt. Cool. Liebe Leute.
Leute, wir sind angenehm. Finde ich gut. Police are going to an opponent's place. Eigentlich, wo gehen sie hin? Ins Textcasino. Was ist los, Freunde? Habt ihr euch geschlagen? Weil ihr zu viele Nutten heißt. Oh. Wir sind auf jeden Fall das Angenehmste. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Okay, das können wir wahrscheinlich nicht verhindern. Die schmeißen wir direkt raus, dann haben wir doch kein Problem. Genau. Moment of a time, please. Und das möchte ich jetzt auch mal sagen, liebe Leute. Moment of a time, please, liebe Leute. Ja, ich sage es erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Elvis Convention ist vorbei. Elvis has left the building. Ne? Und ich, Spielkit 45 wird das jetzt ebenfalls tun. Wir müssen mal eine kleine Aufnahmepause machen. Und weil die Stimme doch noch ein bisschen angekraxt ist wegen der Erkältung und so. Ne? Und in der nächsten Aufnahmesession bitte mal daran erinnern, dass wir dann mal anfangen, uns eine Shuttle-Line einzurichten. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne von Daltefaga. Ciao, ciao, ciao. Centurio 45, Elvis Presley lebt. Ciao, ciao.